Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge. Und zwar MLS 22 auf der wunderschönen Map Schwadeheim oder Schwadeheim, keine Ahnung. Wieder gemeinsam mit dem Joe. Grüße, hi. Hallo, grüß euch. Mahlzeit. So, wir sind wieder zurück, Leute. Das heißt, vielen lieben Dank erstmal für das ganze Feedback. Den Leuten gefällt die Map, ne? Habe ich gelesen. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Mhm. Und die haben auch Spaß dran an der Map. Und ich finde die auch wirklich schön gestaltet, oder? Ja, also ich muss auch sagen, so vom Feedback her, die Map ist schön und der Lanz ist laut. Das war so die zwei großen Punkte. Ja, der Lanz, ne? Das ist natürlich auch ein richtig krasses Ding. Leider gibt es ihn nicht als Download. Vielleicht gibt es irgendjemand mal Modder, der dann mal zur Veröffentlichung stellt, aber unser leider nicht. So, was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns ein bisschen den Hof angeguckt, ein bisschen die Map angeguckt und hatten, glaube ich, die Tiere versorgt, ne? Das war's. Genau, ich hatte ein bisschen Gras gemäht für die Lämmer und ja, jetzt bräuchten wir für die Kühe noch ein bisschen Stroh, ne? Ja, das heißt, ich schwinge mich mal in unseren schönen Drescher hier von Big Shogun. Modliste kommt irgendwann, Leute. Irgendwann werde ich eine fertig haben und dann ist sie dann da, ne? So, ich schwinge mich mal rein hier. Ich starte mal der Gerät. So, und das Geile ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, hat der Big Shogun nämlich im Stream erwähnt. Man kann hier oben die Klappe auch aufmachen. Total cool. So, oh, richtig nice. So, jetzt gucken wir mal hier. Machen wir mal die Tür zu. Machen wir mal die Leiter hoch. Und das Lenkrad ran. Und dann habe ich die Schwartablage schon an. Jo, Schwartablage habe ich an. Das heißt, wir können loslegen und werden jetzt mal ein bisschen ernten. Ich werde erstmal so ein paar Vorgewände fahren und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen auf das Haferfeld, glaube ich. Ja, nee, es war gar kein Hafer, ne? Auf 13, da habe ich mich schon wieder falsch verstanden. Auf die 13, genau, ja. Direkt daneben. Ja, genau, das war Gerste. Das war Hafer, war der Acker nebendran. Richtig, stimmt. Richtig. Ja, ja. So kann man sich da vertun, ne? Ja, ansonsten immer wie in gewohnter Manier, ne? Mittwochs, freitags und sonntags, glaube ich, ne? Richtig. Folgen. Das heißt, wir nehmen immer so ein paar Folgen am Stück auf, kommt immer darauf an, wie viel Zeit wir letztendlich haben. Wir wollen mal gucken, dass wir jetzt mal hier so 5 Folgen wieder am Stück aufnehmen können. Das heißt, Aufnahmedatum ist heute der 15.01. Wir treffen uns meistens immer montags. Ich hätte eigentlich noch Medieval mit dem Jens aufgenommen, aber da kam mir leider was dazwischen. Deswegen habe ich das nicht ganz geschafft. Und ja, jetzt werden wir mal ein bisschen anfangen hier. Das heißt, wir werden, glaube ich, erstmal alle Felder so ein bisschen abernten. Mal schauen, was wir davon brauchen. Hafer brauchen wir auf jeden Fall nicht, ne? Nö. Nee, Hafer brauchen wir, glaube ich, tatsächlich nur für den Verkauf dann. Wir haben ja keine Pferde oder so. Und ja. Die Saatgutproduktion nimmt ja auch keinen Hafer. Nee. Wie wollen wir das denn zukünftig machen, Joe? Wollen wir erstmal die Sachen einlagern und zum besten Preis verkaufen? Oder was wir haben, haben wir? Wie wollen wir da verfahren? Also solange nicht gerade Not am Mann ist, würde ich tatsächlich einlagern und auf die guten Preise warten, ja. Würde ich auch sagen, ne? Wir haben ja auch dieses Time-Stock-Saving-Gedöns-Mod drauf, ne? Das heißt, da wird das Ganze auch nochmal angezeigt, wann der beste Monat dafür ist. Und, ich drehe mal hier. Ich will jetzt gleich mal in VCA-Bahnen fahren. Da muss ich aber hier mal kurz rein. Dann ist das für dich auch ein bisschen einfacher abzufahren. So, warte, ich stell's mal kurz ein. Aber ich spiele sonst mit Dogge, also ich bin einfach auch jetzt nicht gewöhnt. Ach so, ja gut, okay. Dogge ist halt auch Unikat, ne? Sagen wir mal so, um das positiv auszudrücken. Ich weiß schon mal, wer mir dieses Mal einen Daumen runter gibt. Meinst du? Ach Daumen runter gibt's doch gar nicht mehr. Nee, aber mich freut es, dass die Leute auch Spaß haben hier an dem Projekt. Sagt ja auch so der Videozuspruch. Leute, schaut auch gerne beim Joe vorbei. Link in der Videobeschreibung, ne? Und da könnt ihr dann die Perspektive vom lieben Joe auch sehen. Ne? Und natürlich auch immer Livestreams. Ne? Wir müssen immer live auf Twitch. Meistens in der Woche vormittags und den Samstagabend dann noch. Genau, ne? Richtig. Ja, ansonsten wurde auch gefragt, ob wir das hier mal livestreamen. Ne? Vielleicht irgendwann mal, dass wir vielleicht mal einen Livestream machen auf Twitch. Vielleicht möglich, mal irgendwie so. Warum denn nicht? Da können wir auch im Livestream aufnehmen. Da habt ihr ein bisschen mehr Interaktivität. Ne? Weil es wurde gefragt, ob das Ganze hier auch auf Twitch gibt, da habe ich erstmal gesagt, nö, erstmal grundsätzlich nicht. Aber wir können ja irgendwann mal, wenn Joe Zeit hat und ich Zeit habe, ich habe jetzt die nächsten 3 Wochen 3 ACC-WM-Rennen, da habe ich ein bisschen weniger Zeit. Aber ich denke vielleicht mal im Februar oder so, dass wir dann mal vielleicht Wochenende hier mal oder März oder zu Ostern zum Beispiel, ne, ist ja auch so ein spezielles Datum vielleicht, dass wir dann da mal ein bisschen live gehen, ne? Könntest ja nach der ersten Runde schon in die Boxengasse, dann hättest du trotz ACC Zeit. Nee, ich will ja gewinnen, aber das schaffe ich sowieso nicht, aber davon mal ab.
Ne? War aber ja auch nur ein Vorschlag. Ja, ja, nee. Es so hätte Sprit gespart. Ja. Unglaublich viel Sprit. Ja, und schon die Umwelt und so, ne? Ja. Das Übliche halt, ne? Ja, was ich immer so schade finde, ist, wir spielen ja mit Precision Farming, ne? Und es ist ja so, wenn du die Felder kaufst und da etwas drauf ist, sind die Felder erstmal von der, ja, wie sagt man, von der Qualität her jetzt nicht so super gedüngt, ne? Mhm. Und gekalkt. Selbst mit dem Easy Development Tool, wenn wir das was vorbereiten würden, wäre es quasi auch nicht anders machbar, ne? Das ist leider einfach ja, so. Ja, das ne? Easy Dev ist wohl nicht auf Precision Farming vorbereitet, ja. Ja. Wir haben hier jetzt auch Stickstoff ist auf Null. Ja, ja, ist leider Null. Ich glaube, die sind immer auf Null standardmäßig, ne? Es kann schon sein. Ich kaufe ja nicht jedes Mal neue Felder, deswegen weiß ich es nicht so genau. Und teilweise, ja. Wenn du vorher Missionen gemacht hast, hast du ja auch schon wieder beeinflusst. Das stimmt ja, das reicht. Aber möglich, dass es Standard erstmal Null ist. Ja. Wir haben ja jetzt hier das Feld 13. Das ist ja direkt bei uns in der Hofnähe, glaube ich, war es, ne? Ja. Genau, ist ja direkt quasi um die Ecke. Und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes Feld nehmen. Damit wir, sagen wir mal, möglichst erstmal beide Kipper voll haben, ne? Und du, ich weiß gar nicht, wir haben ein Ballen- und Palettenlager, ne? Ja. Aber wir haben kein Strohlager, ne? Ich kann mal gucken, ob ich in das Silo, vielleicht kann das ja auch Stroh. Ach stimmt, könnte ja Multisilo sein, ne? Das weiß ich jetzt könnte auch nicht. Könnte sein und ansonsten, ja, wäre halt die Überlegung, ob man dann nicht auf Ballenpresse umsteigt. Richtig, ne? Da könnten wir vielleicht eine Qualer-Ballenpresse nehmen, würde ich jetzt vorschlagen. Das wäre jetzt so meine Idee, die können wir uns ja erstmal mieten. Wir haben ja, glaube ich, haben wir Lease to Own eigentlich auch drauf? Ich weiß es gar nicht. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Wenn nicht, würde ich das dann nochmal mit draufnehmen, weil das finde ich auch mal ganz praktisch. Weil du zahlst ja quasi dann schon mal immer ein bisschen was ab, ne? Mhm. Von der Rate und dann zahlst du irgendwann, wenn du das Geld dann übrig hast, dann den Restbetrag, ne? Wir sind ja auch mit 50.000 Euro, glaube ich, gestartet, ne? Genau. Nachdem wir Fuhrpark hatten, ja. Waren nur noch 50.000 übrig. Genau, ne? Wir haben das auch individuell gemacht. Ihr könnt natürlich auch anders starten, wenn ihr das möchtet. Aber wir haben uns jetzt gedacht, okay, komm, wir stellen uns mal so ein paar Fahrzeuge zusammen, die auch immer sehr beliebt sind. Ne? Die Schnibbelmods sind halt sehr beliebt. Wir haben auch, habt ihr mitbekommen, wir hatten ja auch in der, glaube ich, in der ersten Folge, wo wir so mal so ein bisschen alles gezeigt haben, gesagt, dass wir gerne den 7er Generation Fan mit draufgenommen haben. Zack, erst vor der ersten Folge kam das im Mod-Hub. Super. Aber naja, es ist halt ja. So, ne? Ja, war halt natürlich durch Weihnachtsferien und so, war natürlich Mod-Hub da ein bisschen langsamer. Das stimmt, ne? Aber es ist ja nicht schlimm. Also ich denke, du brauchst gar nicht abtanken hier. Bisher, das ist... Kommt so viel runter. Ja, ich habe jetzt 4.700 Liter drin. Ne, 400, sorry. Aber es ist halt nicht so viel, ne? Es sind auch recht kleine und mittlere Felder. Das haben auch viele begrüßt, ne? Dass es halt nicht so riesige Felder sind. Nee, ich mach das auch gerne. Dann hat man so zwischendrin wieder ein bisschen Abwechslung, wenn man zum nächsten Feld fährt. Genau, genau. Statt dass man da jetzt 10 Stunden immer auf dem gleichen Acker ist. Ja gut, das stimmt, ne? Das ist ja jetzt Gerste hier. Aus der Gerste könnten wir auch nichts herstellen. Wir bräuchten Weizen, glaube ich, ne? Für Saatgut, ne? Ich gucke mal. Ja, genau, Weizen. Weizen war es, ne? Okay, gut. Das nehme ich auch schon mal dann. Und da bräuchten wir, glaube ich, noch ein bisschen Herbizid, glaube ich, was wir dazu kaufen könnten. Wobei wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen Saatgut. Müssen wir später mal schauen. Aber wir haben noch keine Scheibenegge, oder? Oder ein Grubber? Ein Grubber stand, meine ich, in der Halle. Eine Scheibenegge nicht, aber ein Grubber, ja. Ja, gut. Und ein Flug müsste in der Halle gestanden ja. Haben. Müssen wir nachher nochmal gucken dann. Ja, ansonsten. Nee, Saatgut haben wir, glaube ich, keins. Dünger hatten wir da, die im Paletten war's. Noch stehen. Richtig. Und ja, Dünger. Für die Saatgutproduktion dann halt noch Wasser und Herbizid. Und Herbizid haben wir ein bisschen in dem Flüssigtank am Hof ja auch schon drin. Stimmt. Ja, also für den Anfang sogar erstmal kostenlos. Ja, da geht das doch. Müssten wir nur gucken, dass wir als nächsten Acker dann Weizen nehmen. Das stimmt, ne? So. Ansonsten vielleicht mal kurz zu den Mods, ne? Den Schnibbelmod, also unseren Fan, den wir haben, der findet den Mod-Hub, genau wie den hier vom Big Shogun. Ne? Ihr braucht dafür noch Interactive Control oder Simple IC.
Bei dem Schnibbel könnt ihr das einstellen, also bei dem Fendt. Und hier habt ihr halt Interactive Control verbaut. Auch sehr praktisch ist, finde ich. Na klar, ich sag mal, du hast jetzt auch nochmal so ein paar Tasten, glaube ich, gerade festgelegt, ne, damit das für dich ein bisschen einfacher ist, das zu steuern. Aber du bist halt nicht so der Fan davon, ne? Weil halt auch mit Headtracking und... Ja, das Problem war halt, ich habe auch das Lenkrad nicht am Tisch dran, sondern ich habe einen Wheelstand und damit steht das nochmal zwischen mir und dem Tisch. Und wenn ich mich dann jedes Mal zur Maus strecken muss, ist halt ein sehr langer Weg. Und ja gut, das stimmt. Jetzt habe ich mir halt dann mal eine Taste auf die Seitenkonsole gelegt, dass ich da schneller drücken kann. Ja, ist auch nicht verkehrt, ne? Nö. Was hast du für ein Lenkrad? Ich habe von Thrustmaster das T248. Oh, so gut. Jo. Cooles Teil auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beschweren, ne? Ja, ich habe ja das Logitech G923. Ne? Das ist auch recht gut. Da habe ich die alte LS-Seitenkonsole noch. Die wird aber bald durch diesen Sim-Farming-Stick von Thrustmaster ersetzt. Und schreibt uns auch mal gerne euer Setup rein, was ihr so nutzt im LS22 oder grundsätzlich, was ihr so nutzt für Landwirtschaftssimulator. Es gibt ja auch immer noch Leute, die spielen auch durchaus noch den 19er, ne? Oh, warum denn auch nicht? Ist ja auch ein schönes Spiel. Das stimmt, ne? Definitiv. So, ich habe mal geguckt, unser Silo nimmt Stroh. Ich werde aber jetzt erstmal verteilen. Ah, das ist gut, okay. Also das heißt, wir haben ein Multisilo, was natürlich sehr praktisch ist, ne? Ja, ich habe mir es schon fast gedacht, weil ich, wie gesagt, ich hatte von dem Mapper ja auch schon andere Maps gespielt und da hat er auch gerne Multisilo benutzt. Ja, finde ich auch jetzt gar nicht so verkehrt, weil es ist auf jeden Fall eine echt gute Sache. Mal kurz gucken, ob ich manuelles Abladen habe ich nicht. So. Habe jetzt die erste Fuhre mal in die Mischrationsanlage rein und bei die Kühe muss ja glaube ich auch noch, oh ja, da muss auch noch Stroh. Aber ansonsten Gerste, die Lager werden dann erstmal ein, ich mache jetzt erstmal einen voll und dann kann man ja zum nächsten Feld weiterfahren und ich weiß noch nicht, wo wir dann gleich hinfahren werden, lass mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Hier zum Beispiel auf die 86 runter, dann können wir einen Trailer mit Weizen voll machen, ne, und einen mit Gerste und das können wir dann erstmal einlagern. Wir hatten, glaube ich, auch Hafer auf der 115. Ach stimmt, die 86 ist ja Weizen. Und Soja haben wir, 131, das ist das größere Feld, ne? Ja, und die 45 ist doch auch Soja, ne? Genau, in der Mitte der Karte. Vorne. Ja, ja, ne? Das auf jeden Fall auch. Ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ja, da könnten wir, wenn wir auf der 86 fertig sind, fahre ich zum Hof, kipp die Anhänger aus und komme dann zum nächsten Feld, wo der hinfährt. Ja, oder so, ne? Das passt doch. Kann man natürlich auch so machen. So, dann machen wir kurz einmal hier die Tür einmal auf und klappen das mal runter, steigen einmal kurz aus, dann machen wir hier oben mal wieder zu. Zack. Dann gehen wir wieder rein und dann werde ich jetzt gleich den Wagen mal anhängen und fahre dann gleich direkt mal runter zu dem Weizenfeld unten. Dann wechsle ich gleich den Traktor und bringe die Anhänger hinterher. Und mit dem Reststroh, da können wir ja später Ballen quasi pressen und können dann auch natürlich die dann auch einlagern oder wir fahren es lose ein, je nachdem. Wir können ja beides machen. Ja, mal schauen, wie viel wir überhaupt kriegen. Wie gesagt, da wird jetzt mehr als einer, wie es mir aussieht, wird noch in den Kuhstall gehen. Und bei der Futtermischanlage geht auf jeden Fall auch ordentlich was rein. Hat das auch schon reingepackt? Sehr gut. Da hatte ich jetzt den ersten rein, ja. Ja. Also ich fahr schon mal runter zum anderen Feld. Ja, ich komme dann hinterher. Und dann schauen wir mal. So, parken wir gerade hier. Sind wir nicht im Weg. Willst du denn schon wegfahren? Weil da ist noch Platz, ne? Also wir hätten noch einen Kipper. Also wegfahren müsstest du nicht unbedingt. Nee, zu dem Feld runter, wo du jetzt so, dann weiter erntest. Du brauchst ja einen Anhänger dort. Stimmt, hast recht. Macht Sinn. Also ich weiß nicht, wolltest du jedes Mal hier runterfahren, dann lass es hier stehen. Das ist kein Problem. Nein, das will ich nicht. Nein. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Kolonne fahren hier, ne?
Hast du dir den 7er schon angeguckt vom Schnibbeljahr, ne? Habe ich mir jetzt am Wochenende. Vorher war ich nicht zugekommen, aber habe ich mal drüber geguckt. Ist auf jeden Fall auch richtig schickes Gerät. Ja, am Frontlader muss wohl ein bisschen was gemacht werden. Und an der Frontzapfwelle, die funktioniert glaube ich nicht, ne? So wie ich das mitgekriegt habe. Ah, das habe ich jetzt noch gar nicht gemerkt. Ja, da hatte ich nur ein Frontgewicht dran. Aber ansonsten, die Ausstattungsvarianten und so weiter ist schon recht geil, ne? Also ist schon echt gut. Da ist schon echt wieder gut gemacht. Ihr könnt es eigentlich hier rechts abstellen jetzt hier, an dem Maisfeld, glaube ich. Weil wir müssen hier links. Ja, ich blockiere noch ein bisschen die Straße. Ich weiß nicht, ob KI hier lang fährt. Ja, ich drehe mal kurz hier. Dann kannst du da in Ruhe noch rumfummeln. Ja, du bist auch so am Rumfummeln immer. Ja, aber rumfummeln irgendwie immer noch besser als rumkugeln, ne? Boah, kommt drauf an. Das eine schmeckt besser als das andere. Das ist richtig. So, jetzt habe ich nämlich. Das stelle ich nämlich hier oben auf der anderen Seite einmal ab. Hoch, muss mal aufpassen hier. Schön bei Nachbar ab ins Feld. Was ist das denn hier? Kann man doch auch noch klappen. Da? Spiegel? Nee, die kann man nicht klappen. Du kannst hinten die diese Baken, diese Bahntafeln einklappen. Das funktioniert. Ich dachte, der hätte hier, weil die Spiegel, ich finde, man sieht da relativ wenig drin. Ja, das ist teilweise echt ein bisschen schwierig, das stimmt schon. So, warte, wir gucken jetzt mal kurz hier, lass uns mal schauen. Machen wir kurz hier, komm mal das Ding auf, dann steigen wir mal kurz aus, dann können wir schon mal wieder aufmachen hier. Machen wir kurz den Motor aus und dann gucken wir mal, wie es aussieht mit dem Feld hier, wie das so... Vorbereitet wurde. So, lass mal gucken. Oh, hier ist auch Stickstoff schlecht, aber hier haben wir zumindest ein bisschen was, ne? Nicht null. Aber das geht hier noch. Ein paar Krähen, ne? So ein bisschen Fleischbeilage. Kann man mitmähen, ja. Macht sich auf jeden Fall immer ganz gut, ne? Ne, aber das ist. Wie viele Hektar sind denn das jetzt hier? Lass mal gucken. Das sind jetzt insgesamt 0,38 Hektar. Das eine war 0,43. Wobei Gerste der Ertrag natürlich immer größer ist als bei Weizen, oder? Ich meine schon, ne? Habe ich, glaube ich, irgendwo mal mitgekriegt. Und das größte Feld, was wir, glaube ich, haben, ist oben fast ein Hektar, ne? Ist aber alles relativ überschaubar, würde ich sagen. Ziemlich, ja. Ja. Ne? Das passt schon mal ganz gut. Und ansonsten gehen wir mal... Wer weiß, vielleicht kommt hier sogar mehr raus, weil hier immerhin 15 Stickstoff waren. Drüben war ja 0. Ja. Dafür ist hier so. pH schlechter. Ja, gut. Das ist immer, wie sagt man, ein Geben und Nehmen. Wobei der Preis aktuell, der steigt leicht für die Gerste. Und der Höchstpreis läge, glaube ich, bei 680. Das schwankt ja immer so ein bisschen. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Gerste wird noch gar nicht in der Übersicht. Da müsste man erst da einlagern. Nicht. Ich habe in der normalen geguckt. Und man könnte aber natürlich auch später das Ganze noch veredeln, ne? Indem man dann irgendwie noch eine Produktion mit dazu nimmt. Wir hätten, glaube ich, auch die Mühle dabei, ne? Nee, Getreidetrocknung haben wir sogar. Irgendeine Trocknung gab es, ja. Lass uns da mal hingehen, lass uns das mal angucken. Sieht auch echt cool aus. Also ich finde auch diese Gebäude hier halt recht schick. Warenannahme. Die ist bei 70,68. Die kostet 30.000, kostet die. Aber die Produktionen sind auch recht günstig hier auf der Map, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Ja. Und wir könnten, wenn das Geld mal tatsächlich noch knapper wird, hier gibt es Sammelobjekte. Gibt's auch? Echt? Wo denn? An dem Gebäude, wo wir gestartet sind, da liegt eins auf der Bank. Das sind diese Videospielkassetten hier von Frankreich-Map. Wo waren das nochmal? Bei welchem? Ich glaube, das war bei der Elektroladestation. Das war hier in der Nähe der Pizzeria. Ja, lass mal gucken. Da können wir mal schauen. Da können wir es ja mal aufsammeln. Da können wir euch das mal zeigen. Da oben ist die Straße. Da oben war die, ne? So, Pizzeria. Du bist sehr guter Italiener hier. Könnt ihr gut essen, ne? Ja, auf jeden Fall. Videokassette? Wo hast du denn eine? Ja, hier auf der Bank, neben dem blauen Kanister. Oh, sammeln wir mal auf hier. Mach mal. Wie viel gibt's da? Boah, 60.000! Leute, wir sind reich! Ja, ich würde sagen, halbe-halbe. Hälfte aufs Konto, die andere Hälfte in die Produktion, hä? Ja. Ne. Na, hast doch gesagt, kostet nur 30. Ja, ne, ob wir uns die kaufen werden, ob wir noch weitere Spielekonsolen, ne?
oder Spieleeinheiten finden werden. Das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Und wir bedanken uns recht herzlich fürs Einschalten und ja, sagen mal bis zum nächsten Mal, Leute. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.